Also, fragen wir danach, wie wir Schule, Bildung weiterentwickeln sollen. Jetzt gerade im Moment so. Also jetzt angesichts der gesellschaftlichen, kulturellen, ökonomischen Situation, in der wir drinstecken, junge Leute drinstecken, angesichts der Komplexität, der Umstände, der Zustände, all das, was halt gerade so Gegenwart ist. Und ich denke, der erste Schritt, bevor jetzt da gleich konzeptionell der Blumenstrauß gepflückt und gebunden wird, ist für mich zu klären, was denn die Beteiligten, die an diesem Prozess mitwirken sollen, an der Beantwortung und Klärung der Frage, wie das mit Bildung und Schule weitergehen soll. Diese Leute, die wir da dabei haben wollen, wo wir erstmal entscheiden müssen, wer sind die? Sind da Schülerinnen und Schüler mit dabei, Eltern oder nur PädagogInnen und BildungspolitikerInnen oder auch Menschen aus ganz anderen kulturellen Kontexten? Also A, wir entscheiden erstmal, mit wem zusammen wollen wir diese Frage eigentlich klären? Und dann gucken wir, wie nehmen die eigentlich gerade gesellschaftliche, ökonomische Wirklichkeit wahr? Und da hast du dann wahrscheinlich einen relativ vielstimmigen Chor oder vielleicht am Anfang sogar ein Durcheinander. So was Chaotisches, woraus dann aber doch eine Emergenz entstehen kann. Also sprich, was ich sagen will, ist Vielfalt, Diversität, Heterogenität der Meinungen, der Erfahrungen, der Wahrnehmungen erstmal. Nicht so sehr, was passieren muss und daraus gefolgert werden muss, sondern erstmal zulassen, ganz viele Menschen reden mit im Sinne von nicht sagen, was jetzt zu passieren hat, sondern was sie wahrnehmen. Einfach, was sie wahrnehmen als Wirklichkeit. So, und daraus machen wir ein Bild, in dem alle Wahrnehmungen vorkommen derer, die in dem Prozess drinstecken. Und jetzt, im nächsten Schritt, fragen wir uns, okay, was heißt das jetzt für das bestehende Schulsystem und die unterschiedlichen Anspruchsgruppen, die damit verbunden sind? Das sind ja nicht einfach nur die LehrerInnen, die SchülerInnen, die Eltern, sondern da ist auch eine Anspruchsgruppe in meinem Kopf, die mir sagt, Schule hat so zu sein, Lernen hat so zu sein, Bildung hat so zu sein. Da geistert die Allgemeinbildung herum als ein inhaltlich umrissener Korpus von Wissen, das an lernende Menschen vermittelt werden muss. Das sind so die aktuellen, weit verbreiteten Vorstellungen. Schule ist Vermittlung von Wissen und dahinter stecken politische Interessen, weltanschauliche Interessen, Schulbuchverlage. Ich weiß der Teufel, wer alles. Und da muss besprochen werden, okay, was müssen wir denn heute wissen? Und warum müssen wir denn das und das und das wissen und das nicht? Und wie kommen wir zu diesem Wissen? Und da wird es dann relativ schnell auch wissenschaftlich im Sinne von, wie kommt Wissen zustande? Und wie kommen Menschen zu Wissen? Ist es denn tatsächlich die Vermittlung über eine Lehrperson, die in welchem Medium auch immer, wem auch immer Wissen vermittelt, also rüberreicht? Wie geht Lernen sonst? Da sind wir ganz schnell beim Lernen, bei dem Begriff der Sache, der Vorstellung von Lernen, was für uns Lernen ist, können wir wieder einen Workshop machen, der weite Kreise zieht wie ein Stein, den du ins Wasser wirfst, wenn da kommt was in Bewegung ins Spiel. So. Also, was ist Lernen? Was stellen wir uns darunter vor? Wie lernen Menschen? Und was sollen sie denn lernen? Was will denn wer, dass Kinder und Jugendliche wann, auf welche Weise, von wem, in welcher Form, in welcher Zeit, in welchem Tempo, welchem Rhythmus lernen? Ihr seht, es ist komplex. Komplex deshalb, weil wir nie an ein Ende kommen. Und weil wir nie Stopp sagen können. Das ist wie Sandburgen bauen zwischen zwei Gezeiten. Und wichtig ist für mich, dass wir einen Unterschied bilden zwischen einer vorzeitigen, reflexartigen Bewertung und Interpretation und Beurteilung dessen, was falsch geht und was geändert werden muss und was jetzt in Zukunft richtig und welche Inhalte und lalilu. Und dass wir zuerst mal gucken, wie nehmen denn all die, die nicht nur ein Interesse an Lernen und Bildung haben, sondern die davon auch direkt betroffen sind. Wie nehmen denn gerade die Wirklichkeit wahr, und zwar als ihre Wirklichkeit? Und was würden die sich wünschen, dass sie lernen, dass sie erfahren oder in Erfahrung bringen, dass sie weiterbringt? Was wünschen die sich oder welche Bedürfnisse, Bedarfe haben die, so diese Beteiligten, Involvierten an Lernen und Bildung? Eltern, Schüler, Lehrer, wer auch immer, Industrie, ArbeitgeberInnen, Hochschulen, Künste, x unterschiedliche KulturträgerInnen. Also was haben denn die für Vorstellungen davon, was ihnen nutzt? Also nicht die Eltern sagen, was sie denken, dass ihren Kindern nutzt, die Lehrer sagen, was sie denken, dass den Kindern nutzt, sondern dass wir auch Diskurs-, Begegnungs-, Austauschräume hinkriegen, in denen auch Kinder und Jugendliche artikulieren können, in der Art, wie sie es halt können. Ist ja auch sowas wie Lernen dahinter, sich artikulieren können, was ihre Bedürfnisse sind, ihre Bedarfe. Der Bildungsgipfel vom Vaihinger Gymnasium. Oh, la, 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 la.
Du hast da schon so einen ersten wichtigen Schritt gemacht, finde ich. Und da ist es in kurzer Zeit Jugendlichen ganz hervorragend gelungen, diese Bedürfnisse und Bedarfe zu artikulieren. Also, zuerst mal aus diesen, also so ein bisschen gucken, nicht gleich bewerten. Oder da, wo diese Bewertung automatisch in mir sofort reflexartig passiert, das realisieren und sie vielleicht und auf die Seite treten und sagen, ich kann nicht anders, ich muss immer gleich bewerten, ich kenne das. Aber jetzt im Moment halte ich mich da zurück und will diesen Raum noch offen lassen. Für mich und für andere, also für die, die wir zusammensitzen und überlegen, wie wir diese Welt wahrnehmen und unsere Bedarfe und Bedürfnisse. Und dafür brauchen wir Zeit, dafür brauchen wir Räume, dafür brauchen wir auch eine Atmosphäre und müssen uns, glaube ich, auch darauf einigen, wie wir miteinander umgehen. Dann ganz konkret die, die da sind. Also nicht über andere sprechen und ihnen sagen, wie sie mit anderen umgehen, sondern ich sage dir jetzt, was ich brauche, damit ich mit dir sprechen kann zum Beispiel. Wirklich so von Mensch zu Mensch. Ja, also da hätten wir einiges zu tun, oder? Und in dem nächsten Schritt dann zu überlegen, okay, was können uns da wissenschaftliche Disziplinen, was kann uns auch Research, Forschung, was kann uns Empirie helfen? Wo gibt es vielleicht auch schon Initiativen, Communities, Gemeinschaften, die schon länger mit guten Erfahrungen unterwegs sind, die das vielleicht schon gemacht haben, über was ich jetzt die ganze Zeit rede. Und nicht, dass wir das dann übernehmen, was die machen, sondern dass wir mit denen Kontakt aufnehmen, um zu erleben, um in so eine Sympathie zu kommen. Ah, genau, wie habt ihr das gemacht? Und weil dann sind wir ja eigentlich schon warm gelaufen, indem wir unsere Bedürfnisse artikuliert und die der anderen gehört haben und jetzt sagen können, ah, okay, was gibt's denn da? Was würde uns da bei einem nächsten Schritt helfen? Dass wir da ganz viele Bezugsgruppen wieder mit ins Spiel holen, Expeditionen machen und gucken. Bei Schulen oder Nachfolger von Schulen, die sich neu erfunden haben, Lernen neu erfunden haben, Lernen intensiv weiterentwickelt haben. Dass da so Netzwerke entstehen von Pionieren, von Leuten, die schon länger unterwegs sind und von Leuten, die gerade anfangen wollen. Und dass die dann auch, das wäre, glaube ich, ganz wichtig, eine maximale Unterstützung und auch maximale Freiräume von der Verwaltungs- und Politikseite bekommen. Also wirklich da auch Experimentier- und Expeditions- und Nischenräume zur Verfügung stellen, für die sie dann auch wirklich sorgen, also die wirklich auch offen gehalten werden, damit in ihnen was Neues entstehen kann und die nicht gleich wieder mit Verordnungen und Rahmenbedingungen und sonstigen Begrenzungen ausgestattet werden, damit halt am Ende wieder mehr desselben rauskommt. Das lassen wir einfach. So könnte ich mir das vorstellen. Also das sind so, grob sind das zwei Schritte. Der erste Schritt ist, erstmal zusammenkommen und miteinander gegenseitig füreinander auch Ohr und Auge und Resonanzboden zu sein für Bedürfnisse, für Bedarfe und einfach Wahrnehmung, wie wir es gerade wahrnehmen, diese Welt und Wirklichkeit. Und in dem zweiten Schritt dann zu gucken, okay, was brauchen wir und wo kriegen wir das her, um uns wieder, einfach uns, nicht die Lehrer, die Schüler, sondern ich mich als Lehrer, ich mich als Schülerin oder als Mutter, als Vater, als Bildungs- und Lernbeteiligte, Begeisterte, um mich da weiterzubringen. Also es ist schon so ein bisschen ein Paradigmenwechsel. Also nicht mehr den von vornherein automatisch pädagogischen Ansatz, dass ich mir quasi für dich Gedanken mache und dass ich für dich Bildungs- und Lernprozesse vorbereite und durchführe, an denen du dann irgendwie noch teilnimmst, sondern dass wir lernen, auf uns selber zu hören und für uns selber zu artikulieren, wo wir stecken, wie wir was wahrnehmen und was wir und wen wir brauchen, um da weiterzukommen. Mit unseren Vorstellungen von Lebenswelt, von Beziehung, von Miteinander, mit Zusammenleben, Gesellschaft, wie wir das anpacken wollen mit der Sicherung, Bewahrung unserer Lebensgrundlagen, der Artenvielfalt, der Kultur des Zusammenlebens, der Diversität, der Vielfalt, der Unterschiedlichkeit, wie wir Gesellschaft sein wollen und. Da könnte echt was entstehen. Da könnte richtig was in Bewegung kommen.